Let's play die Zwerge. Ich habe gerade die Ansage verkackt und muss es jetzt gerade nochmal machen. Ich gucke hier die ganze Zeit. Jetzt haben wir es. So. Es kommt zu Kampf. Es kämpft zum Kampf. Ich habe denselben Gag vorher gemacht. Krass, ich bin auch wirklich einfach nicht so klug. So, wir müssen gerade mal gucken. Wir haben Q, W und E. Das sind die Attacken. Boindeal kann den ausfehlen. Tungdeal, nicht Boindeal. Hi, Thindale. Ich bin übrigens der einzige Streamer, der dieses Spiel spielt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber ist doch cool. Vielleicht kommen ein paar Leute vorbei. Tungdeal zieht am Gegner die Beine weg, sodass dieser stürzt. Okay, dann haben wir Q. Mächtiger Schlag, der viel Schaden bei wenigen Gegnern macht und sie zurückwirft. Und anstürmen. Sturmangriff über mehrere Megner. Megner. Über mehrere Megner. Der Megner beiseite stößt. So, Schergenbernd kann. Ja, ach, der ist Ingrimsch, genau. Ach, das ist sein Nickname, ne? Ingrimsch. Hi, Muppets. Das ist passiv. Wenn er Schaden kriegt, dann macht er für kurze Zeit sehr viel Schaden. Dann kann er Klingensturm. Viele, viele Schläge, die auf die Gegner einprasseln. Dann springt er in die Gegner hinein. So, und er hat Eruption, wirft alle umgebenden Gegner zurück, hat die Chance, sie dabei zu Boden zu werfen und mächtiger Hieb. Viel Schaden beim einzelnen Gegner, gute Chancen, den Gegner zu betäuben. Also er ist hier so mehr so Single-Target, er ist Multi-Target und er ist so ein Johnny. So, wir können auch pausieren, genau, das ist schon mal nicht schlecht. Auf den Weg. So, okay, wissen wir. Wo kommen denn die Schweinchen? Einverstanden. Schweinchen, kommt hier, oink, oink, da kommen sie. Okay, dann würde ich sagen, Boindeal geht hier in Position. Ingrimsch geht hier in Position. Tungdeal geht hier hinter, dann kann der dann nämlich gleich reinrennen. So, ich habe mir sagen lassen, ich muss viel öfter pausieren. Okay, ich kann da gar nicht. Okay, also ich kann jetzt. So, er könnte jetzt ja hier schon mal ein bisschen ausrasten, weil das ist echt gar nicht so leicht, das Spiel übrigens. So. Ach so, Verzeihung, ich habe von Stardew Valley gesprochen. Stardew Valley geht irgendwann mal im Koop. Dieses Spiel nicht. Oh, Entschuldigung. Geht das jetzt eigentlich mit meinem Gesicht? Verdecke ich jetzt wichtige Sachen? Oder soll ich mich lieber da rechts in die Lücke machen? Das ist, glaube ich, schlauer, ne? Nein, jetzt habe ich das. So. Wenn ich hier hingehe, so, und mich umdrehe. So ist, glaube ich, cooler, oder? Dann verdecke ich euch die Anzeigen nicht. Ich hörte, ihr wollt Zwerge waschen. Kannst du verdeckst dich die Sachen? Ja, deswegen habe ich es direkt gerne, weil ich so ein fixiger Fuchsfox bin. Wir können natürlich, obwohl das Springen nehmen wir, glaube ich, mal. So, wir machen jetzt hier die Superattacke. Das Springen machen wir gleich. Benny kann Eruption, also der muss auf jeden Fall erstmal auch rein in die Gegner. Gerne. Was denn? Und ja? Tungdeal. Erstmal noch einen Schritt vor. So, und jetzt kann er dann nämlich mal reinbashen. Boom! So, und du kannst hier. Die packen sich die Schweinchen auch von alleine. Aber die sind dabei nicht so klug meistens. Boom! Ach, die Zwerge sind einfach so geil, ne? Das ist unglaublich. So, müssen wir kurz ein bisschen gucken. Tungdeal ist auf jeden Fall noch mit Abstand unser schwächster Scherge. Ah, das lohnt sich, glaube ich, noch nicht hier. Franz, hast du auch alle Bücher gelesen? Die ersten drei, glaube ich, und es ist sehr, sehr lange her. Talisman des Schutzes bei erlittenem Schaden. Chance, den Schaden zu reduzieren. Ach, genau, das haben wir. Hier können wir zwei Leute umwemsen. Das ist schon mal gut. Boots! Die Pfeiler! Wir können einige von ihnen umhauen und die Schweineschnauzen darunter begraben. Das ist ziemlich cool. Okay, das ist bestimmt. Wir können hier, weiß ich gar nicht, können wir den Pfeiler. Schluss damit! Okay, ich hau jetzt hier mal mit ihm den Pfeiler um. Was ist? Er übernimmt den. Und er sichert mal unseren Rücken. Ab solche Kreatur! Ja? Hier kommt dein Ende. So, Boindeal macht mal kurz hinten ein bisschen Platz. Oh nein, hab ich, ist er begrabt worden? Nee. Ich könnte hier natürlich einmal durchflexen, aber ich glaube, das ist gar nicht so gut. Nein, du solltest doch, die kommen halt von überall.
Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall mal hier ein bisschen rausziehen. Schluss damit! Ist er? Ach shit, er ist gegen die Wand gelaufen. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Moment, der kann da noch den. Ich kann die doch umwerfen hier. Was? Was? Ey, wer ist denn jetzt? Ach, habe ich die. Die Pfeiler sind auf meinen Kopf gefallen. Okay, wir müssen laden. Gut, dass es ein Autosave gibt. Okay. Puh. Wie gesagt, also wir spielen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad spiele ich denn? Es gibt auch Friendly Fire, okay. Also ich muss echt viel mehr mit der Pause arbeiten und das noch taktischer machen. Er hat auf jeden Fall das Schadensmoped. So, was haben wir denn hier noch? Was kannst du? Deine marklose Perle, durchaus wertvoll. Okay. Ja, also das hatte ich im Let's Play schon. Das ist nicht ohne das Spiel. So gut wie erledigt. Auf den Weg. Also ich bin da, also das ist jetzt hier, man kann da auch schon mal sterben. Sofort. Okay, man darf auf jeden Fall auch nicht gegen Sachen laufen, das ist nicht so klug. Was ist? Hab ich ihn jetzt selber umgerannt eigentlich? Okay, mit dem Friendly Fire muss ich auf jeden Fall aufpassen. Dann machen wir jetzt hier mal die dicke Eruption. Ach nein, der macht das jetzt! Ah nee, der. Sehr gerne. Ihr Tungdil ist auf jeden Fall nicht so der große Superheld. Ich will doch zwei erwischen. Dann nehmen wir es mit ihm. Zu einfach. So, was kann denn Ingrimsch hier noch für uns tun? Frag nicht, was du für dein Ingrimsch tun kannst, sondern was dein Ingrimsch für dich tun kann. Moment, das ist doch ein Stinke-Ork hier, ne? Ja. Achso, das sind unsere Bros. So, dann kloppen wir die erstmal um. Wenn die am Boden liegen, kann man auf jeden Fall auch mega viel Damage machen, eigentlich. Die Pfeiler! Wir können einige von ihnen umhauen und die Schweineschnauzen darunter begraben. Alter, das sind aber auch ganz schön viele Schweineschnauzen, ey. So, okay, dann stellen wir ihn mal hier hin. So, dann kann er hier diesen Pfeiler angreifen. Und dann gucken wir mal, wen haben wir noch? Tungdil geht's diesmal ein bisschen besser. Er kann jetzt mal hier unseren Rückzug... Achso, nee, kann nicht den Rückzug sichern. Der wämst jetzt mal hier hin. Er packt sich den Pfeiler. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Und dann machen wir hier noch eine dicke Eruption, ey. Alter, das ist totaler Quatsch mit den Pfeilern. Habt ihr eine bessere Idee? Da stand gerade fett auf dem Bildschirm Mittel. Okay, habe ich nicht drauf geachtet. Das ist sehr witzig beim Let's Playen, weil man woanders hinguckt als die Leute, die vor dem Bildschirm sitzen. Am Boden liegende können einen Killschlag bekommen, genau. Aber ich finde jetzt hier das zum Einsturz bringen, war jetzt halt gar nicht so geil tatsächlich, weil das macht denen doch mega viel Schaden, oder? Okay, wir räumen hier mal ein bisschen auf. Zu einfach! Ja, ja. Solche Kreaturen. Einer weniger. Hat sich ja kaum gewehrt. Okay, er kann jetzt hier mal ein bisschen aufpassen. Tungdil geht's diesmal ganz gut. Ja? So, du kannst dir hier mal die Säule packen. Oder muss ich den dann wegschicken? Kann das sein? Bin unterwegs. Oh, das ist Pech für dich. Ich weiß noch nicht, wie das mit den Säulen gehen soll. Zu einfach. Ah, okay, da muss ich, okay, ich muss zurückgehen, das war mein Fehler. Pfeiler umhauen und dann, ja, Pfeiler umschlagen und dann auch abhauen. Das ist man aus modernen Spielen nicht gewöhnt, finde ich, also normalerweise. Also für gewöhnlich macht man sowas und dann ist halt egal. Okay, also das war mein Fehler. Oha, oha, wir müssen mit ihmchen hier ein bisschen aufpassen. Ihn mal ein bisschen zurückziehen, so, wo... Ihm geht's natürlich auch mal wieder nicht so gut. Er ist auch nicht so der... Ich hab gar nicht so fest. Alter, wie viele sind denn das? Auf den Weg. Für Frakas. So, und dann will ich... müssen jetzt... Krass, ey, wir verrecken ja hier mega. Sehr gerne. Hier kommt dein Held. Wow, okay. Wir müssen Tungdil hier mal ein bisschen rausziehen. Den anderen. Holen die hier. So, damit sein Bruder nämlich jetzt hier mal ein bisschen ausrasten kann. Habe ich ihn jetzt auch erwischt? Nee. Komm her, du! Ja? Auf
auf dem Weg. Krass, Tungil ist aber mega weit zurückgegangen. Angriff. So, so dass wir jetzt keine im Rücken haben. Das wäre schon mal nicht schlecht, oder? Beziehungsweise wir können halt auch hier mal kurz reinjumpen, obwohl das ist, glaube ich, nicht so gut. Was ist? Ah, er hat schon wieder, er hat den super, super Move ready. Das ist Pech für dich. So, alle ansaugen. Wo ist denn die sehr gerne? Jetzt können wir hier noch kurz die Dicken umkloppen. Hier kommt dein Ende. Oh, 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 oh. Okay, aber er kommt halbwegs klar. Sorry, ich kann jetzt, während ich kämpfe, kann ich schlecht in den Chat gucken. Ja, ja. Komm her, du. So, und du kannst hier immer noch mal ordentlich reinfegen. Schluss damit. Das hilft auch den anderen. Oder müssen wir hier alle umwemsen? Alle Säulen. Sehr gerne. Zu einfach. Du schlagst verdammt hart zu. Ich brauche Hilfe. Was denn? Ja? Nee, er nicht Auto-Heal, die Zwergerinos? Wow, ja. Was geht denn mit dir? Alter! Ja. Sofort! Auf den Weg! Weg, 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 weg! Angriff! Sofort! Boah, ey. Das ist aber ganz schön toughy, ey. Du sollst da raus! Ich kann jetzt. Bin unterwegs! Nein, die kloppen ihn doch jetzt um! Einverstanden. Ob du läufst! Ja? Okay, wir probieren es jetzt einmal. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Ah, hier steht's. Jetzt habe ich's gesehen, was ihr gesehen habt mit Mittel. Ja, wir probieren es jetzt nochmal mit den Pfeilern. Ich glaube, das ist schlauer. Mehr Pause, mehr Fähigkeiten einsetzen. Die Schilde laden sich schnell wieder auf. Okay, jetzt nochmal mit Verstand. Ja, ich habe jetzt auch 4 Monate nicht gespielt. Ist aber auch mal ganz schön, ne? Es ist nicht so super leicht. So. Was ist? So gut wie erledigt. Und jetzt? Aber klar, ja? Einverstanden. Wir fangen die jetzt direkt hier oben ab. Oh, okay, der ist aber gierig. Ob du nicht so ganz alleine da direkt reinrennst? Was denn? Nun was da? Hossa! Auf den Weg. Angriff. Okay, so. Bundy ist zwar stark, ist aber auch schnell tot, genau. Die Pfeiler direkt wegflexen. Ja, sobald es geht. Achso, können wir das jetzt schon. Okay, dann ziehen wir Tungi mal dozieren zurück. Sehr gerne. Bin unterwegs. Und jetzt? Komm her, du. Kannst du bitte den Pfeiler angreifen, so wie ich es gesagt habe? Nein! Oh, er hat es geschafft. Also, ich muss dazu sagen, die Steuerung ist echt nicht so geil. Die machen ganz häufig nicht das, was sie sollen. Das regt mich ein bisschen auf, muss ich gestehen. Weil sie halt irgendwie blockiert sind, quasi. Das ist Pech für dich. Hier kommt dein Ende. Ja? Schluss damit! Nein, 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 nein! So gut wie erledigt. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Beide sind weg. Was denn? Komm her, du. Er kann sich das Ding packen. Sofort. Er kann ja hier gerade mal kurz ein bisschen ragen. Nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das war mein Fehler. Und vor allem in der Pause dann auch alle 3 Zwerge liegen, genau. Alle 3 Sekunden pausieren, neue Spezialfähigkeit. Die Schilde laden schnell auf, du kannst ständig mehr Fähigkeiten einsetzen. Okay. Okay, okay. Okay, okay, ihr alten Backseat-Gamer. Was ist? Oh, das ist Pech für dich. Du sollst das Ding hauen! Alte Säule sollst du hauen, du Kasper. Aber jetzt gerade sieht's auf jeden Fall. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Zu einfach. So, okay, sieht schon mal besser aus. Jetzt können wir mal kurz gucken, dass. Und jetzt? Chagorino kann das Ding angreifen. Ja? Du kannst mal
in die beiden rein rushen. Das ist gar nicht so schlecht. Ja? Oh, du packst hier die Säule. Das ist Pech für dich. Okay, jetzt müssen wir nur gucken. So gut wie erledigt. Du ein bisschen weiter wegstehst hier. Einer weniger. Und, du. Und jetzt? Hm? Bin unterwegs. Wo ist der Nächste? Okay, wir haben's. Doch, wir haben's halbwegs geschafft. Puh. Also, ja, wie gesagt, die Steuerung finde ich persönlich nicht so geil. Alles gut, Tobi, alles gut. Es ist nur, wenn man hier gerade so ein bisschen gestresst sitzt, dann wirkt das immer so wie so ein, bist du eigentlich doof? Bist du eigentlich doof? Mach das doch mal richtig. Alles gut, ihr könnt gerne Tipps geben. Das ist doch natürlich, ist doch ganz wichtig. Was denn? Und wenn ich das halt nicht lese, dann, genau, mit dem Entfehle, Franz, das ist besser. So. Nein! Nein, nein, nein! Uff, Glück gehabt. Und ich meine, ihr kennt mich ja auch schon ein bisschen länger. So hundertprozentig klug stelle ich mich leider auch nicht immer an. Okay, so. Wo ist der Nächste? Und jetzt? Ja, ja. Zu einfach. Sag mal, bist du eigentlich doof? Was ist? Sehr gerne. Weg, 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 weg. Okay, er hat's gepackt, glaube ich. Nein, ich hasse es, wenn so viel gleichzeitig passiert. Ich bin übrigens, das stört mich an dem Spiel tatsächlich, ich hasse Partyspiele. Ich möchte immer gerne einen Schergen haben. Achso, die Schilden. Ah, jetzt weiß ich, was du mit Schilden meinst. Okay, die müssen die ganze Zeit ihre Fertigkeiten leer gelutscht haben. Okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt habe ich es auch endlich verstanden. Ich dachte, das wäre ein Verteidigungsmodus. Hm. Du hattest also die ganze Zeit leider recht. Muss ich zugeben. Aber das ist ja auch eine Tugend. So, er rusht jetzt da durch, er springt jetzt dahin. Was ich nur gerade sagen wollte, ich hasse Partyspiele. Ich möchte eine Spielfigur haben. Eine. Und die soll am besten aussehen wie ich. Das sind gute Spiele. So, 1000 Leute finde ich kacke. Brauche ich nicht. Aber wir schaffen das. Zwerge sind cool. So, guck mal, jetzt haben wir hier. Tungdi kann sich jetzt hier mal kurz um die kümmern. Ja. Er verwemst jetzt einfach. Kann ich beide zusammen verwenden. Hier kommt dein Ende. Dann haut er den jetzt erstmal. Und jetzt? Er kommt jetzt auch erstmal wieder ein bisschen nach Hause. Okay, dann kann er jetzt mal kurz ein bisschen rasten. Ein Brüderchen kann jetzt den Dicken umhauen. Und Tungdi kann hier mal wieder. Ach shit. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ich mag das Rennen ja eigentlich, aber Tungdi ist dazu eigentlich zu schwach, das ist das Problem. So, und jetzt, die sollen nie volle Schilder haben. So, ganz wichtig. Deswegen geht er jetzt hier rein. Das ist Pech für dich. Und sein Super-Move. Er macht den super Klopperino. Und weiter. Das klappt doch schon mal ganz gut. So, dann springen wir hier in die Schweinenasen mal rein. Ich habe Baldur's Gate oder Icewind Dale gespielt. Ich habe die gespielt, ich finde es aber nicht gut. Ich mag mich nicht gerne auf mehrere Figuren konzentrieren. Gab es nicht mal ein Spiel mit einem Typen mit Glatze und schwurbeligem Vollbart? Max Payne. Der hatte aber erst im letzten Teil eine Glatze und da fand ich den schon nicht mehr so cool. Hallo Seppel übrigens. So. Dragon Age habe ich immer nur einen Helden quasi gespielt. Mich. Die anderen waren halt. Braucht kein Mensch. Da bin ich nicht so Fan von. So, wir müssen aber unsere Schilde mal wieder verbrauchen hier. Das ist wichtig. Der jumpt da jetzt rein. Zu einfach. So, er kann mal wieder seine Bros hier ansaugen. Ja. Tungdi. Wächst einfach die beiden hier um. Es sind zu viele. Alter, es sind ganz schön viele. Das ist unsere einzige Chance. Okay, wir müssen uns zurückziehen. Da ist Tungdi natürlich ideal, weil er da jetzt einfach durchrusht. Und jetzt? Eumelfred springt jetzt einfach in die Reihen. Da müssen wir nur gucken, dass er da schon durchgerusht ist, bevor er da reinspringt. Ja? Was ist? Und Boindal lockt erstmal noch die andere Stelle. Nein! Doch, es hat geklappt. Sofort. Das ist ein so geiler Move, ne? Was ist? Könntest du da hinlaufen?
das, was ich sage? Nee, kann. Nee, okay. Er hat gerade auch die Arme oben, dann kann er nicht auf Befehle hören. Du hast es geschafft, du musstest nur 30 von dem besiegen. Steht das irgendwo? Ey, ihr Schergen! Puh! Okay, jetzt sind wir aber wieder drin. Jetzt sind wir wieder drin. Easy cheesy, easy cheesy. Ich habe mal ein Buch gelesen, da haben die Charaktere ähnlich geheißen. Gothic. Ein Buch namens Gothic. Hallo, Marcel. Zurückziehen kann man die fort. Wir weichen aus. Ew. Cool, wir sind, wir haben alle ein Level bekommen, glaube ich, oder? Nee, ach, das ist das die Lebensenergie, oder? Lebensenergie unten, er hat ein Level bekommen. Tja, wie gesagt, 4 Monate her, dass ich das gespielt habe. Jetzt können wir uns bei Burindal überlegen. Oh, gleich kommt das PlayerUnknown Battlegrounds Charity Event. Aber das ist doch nur ein Stream, oder? Und wer soll das gucken? Man guckt ja hier. So, wir können jetzt auch für ihn einen Sturmangriff machen oder einen Schwinger. Da er noch nichts hat, um sich schnell zu bewegen, finde ich eigentlich auch bei ihm den Sturmangriff gar nicht so doof, muss ich sagen. Oder findet ihr, oh, jetzt habe ich es eh schon. Ah doch, ich kann es doch zurücksetzen, okay. Kein Sturmangriff, der ist schon bei Tungdil nicht so toll, ja. Ja, aber ich kann jetzt weder das Charity-Event gucken und die Leute, die hier sind, ja auch nicht, weil die gucken ja bei mir zu. Ist aber sehr lieb, dass du Werbung für ein anderes Event machst. Du bist ein guter Freund. Ja, stimmt, dann bleibt er jetzt hier der Tank, der kriegt ja den Schwinger. Der Sturmangriff ist wirklich nicht so geil. Wir haben 30 Proviant, ein Stärke-Elixier und eine Perle gefunden. Oh oh. Verflucht. Die ersten 20 gehören mir. Ihr seid weit gekommen, doch noch weiter kommt ihr nicht. Gebt mir die Artefakte und die Bücher, die ihr in Grünhain gestohlen habt. Danach seid ihr frei. Was hat es mit den Artefakten und den Büchern auf sich? Also hier gibt es keine Entscheidung, deswegen fragen wir es mal. Was hat es mit den Artefakten und den Büchern auf sich? Sie sind mein Eigentum, also bin ich gekommen, um sie zu holen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Wenn ihr meinen Rucksack wollt... Achso, das liest ihr ja selber vor, Entschuldigung. Wenn ihr meinen Rucksack wollt, ist das Grund genug für mich, ihn euch nicht zu geben. Ich brauche deine Einwilligung nicht. Hey! Verwahre den Rucksack. Lässt du ihn dir abnehmen, wird es dein Tod sein. Was habt ihr mit den anderen Magi gemacht? Euer Famulus hat uns eine Lügengeschichte aufgetischt. Ihr hättet sie und ihre Famuli in Porista bezwungen und ermordet. Ich habe getan, was getan werden musste, um das geborgene Land zu schützen. Ich wünschte, es hätte eine andere Lösung gegeben, aber sie hätten das nie verstanden. Spielen dir deine Augen einen Streich oder siehst du kurz echtes Bedauern auf dem aufgeblähten Gesicht des Magus? Kehrt in euer Reich zurück, Zwerge, und richtet eurem König aus, dass ich sein Land benötige. Er kann es mir überlassen, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wird. Oder aber meine Truppen und Verbündeten nehmen es sich mit Gewalt. Den da könnt ihr mitnehmen. Ich habe keine Verwendung für ihn. Blalala, blalala, blalala. Alter. Unbesiegbarer Zauberer. Seht. Überlasst sie mir. Tötet die Zwerge. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. So, der Orkmann Jule übrigens ist ein pervertierter Zauberer. Das ist voll der Arschbärend. Aber so beenden wir jetzt erstmal die YouTube-Folge. Ist doch hervorragend. Das macht schon Spaß. Jetzt musste das Kampfsystem erstmal wieder draufkriegen, aber dann schaffen wir das auch. In diesem Sinne,